Ja, meine Damen und Herren, es wurde ja gerade schon angekündigt, dass ich also nicht so diplomatisch vorgehen werde, als meine Vorredner das getan haben. Das wird von mir wahrscheinlich auch gar nicht erwartet. Mein Thema heute droht der Verlust des Common Sense. Ich könnte das fortsetzen und sagen, er droht uns ein Anstieg der Lüge. Ich selber habe als Journalist mich sehr stark mit den Fragen von Tugend und Ethik zu beschäftigen gehabt. Meine journalistische Laufbahn begann 1961 als Assistent von Dan Shore. Dan Shore war damals der Studioleiter von CBS in West-Berlin. Im August 1961 gab es eine aufsehenerregende Nachricht. Der Kameramann kam zu uns ins Studio und sagt, die bauen da anscheinend eine Mauer. Dann sind wir dahin gerast und haben also Aufnahmen gemacht und haben natürlich erwartet, dass der frisch gebackene amerikanische Präsident JFK jetzt irgendwie reagiert. Der hat nicht reagiert. Wir kriegten einen Anruf aus Washington, aus dem Weißen Haus. Der Präsident möchte das Material sehen. Das heißt also, heute würde man sagen, er wollte nicht einer Fake News zum Opfer fallen. Der wahre Hintergrund war, dass natürlich damals mit den Transportschwierigkeiten, Entwicklung von Film und so weiter, 15 Stunden vergangen sind, bis der Präsident das Material gesehen hat. Das heißt, sowohl die Nachricht hatte Zeit zu reifen, wie auch der Entscheidungsprozess hatte Zeit, sodass der kühle Kopf der Common Sense dann tatsächlich zum Vorteil der damaligen Zeit gereichte. Heute hat man ja fast das Gefühl, dass eine Nachricht schon eher da ist als das Geschehen, was dahinter steckt. Und wenn man in diesem Wissenschaftsjahr 2019 mal auf das Internet schaut, also das Tempo, das die Algorithmen und ihre Gründerväter da vorlegen, da soll es jetzt ein Flugzeug mit Ionenantrieb geben. Die Plazenta aus dem 3D-Drucker wurde in Österreich an der TU installiert. Dann gibt es die Genschere, die in die Gestaltung des Lebens eingreift. Ein chinesischer Roboter von Huawei komponiert Schuberts unvollendete Symphonie Nummer 8 zu Ende. Das Maschinenhirn Debater weiß in Debatten alles besser als die meisten Menschen. Und dann, das haben Sie ja alle mitgekriegt, das Datanetz 5G führt in die rapide und lückenlose Vernetzung der Dinge. Jedes Jahr verdoppelt sich sozusagen, was Technik kann. Wir erstarren vor einer gigantischen Welle von Innovationen in einem Datenmeer, scheinbar ohne Horizont. Aber wer setzt die Grenzen? Wo macht sich künstliche Intelligenz womöglich selbstständig? Das ist die semantische Intelligenz. Die technologische Entwicklung rast ohne ethischen Begleitschutz in die Zukunft, nur notdürftig gebremst von Maßnahmen wie dem Datenschutzgesetz der EU vom Mai 2018. Nicht um die Zukunft, auch die Gegenwart müssen wir uns kümmern. Auch sie hat es schwer. Ich sage jetzt mal Gemeinplätze, Klimawandel, Welthandel, die soziale Schieflage, die geopolitische Machtverschiebung. Die wahren großen Herausforderungen harren in der Warteschlange vor den Portalen von Parteien und Regierungen. Politik stagniert und sie ist gefesselt durch die Launen eines Herrn im Oval Office und den Wirrwarr im britischen Parlament. Ausgerechnet England und Amerika, die Erfinder des gesunden Menschenverstandes, freie Übersetzung von Common Sense. Der Common Sense ist eine Erfindung der Briten, die der Amerikaner Thomas Paine in den frisch gebackenen Vereinigten Staaten zur Staatsräson gemacht hatte. Der Common Sense hat es nicht bis in die Gegenwart geschafft, wie wir wissen, wie uns auch das britische Unterhaus und das amerikanische Weiße Haus bezeugen. Die Brexit-Debatte hat die berühmte britische Streitkultur ad absurdum geführt. Ein schottischer Kollege erklärte mir, den Anhängern des Brexit fehlt der Kontakt zur Realität. Und dann fügt er noch hinzu, der liebe Gott hat die Engländer nicht umsonst auf einer Insel abgesetzt.
Common Sense gehört zum gängigen Wortschatz von US-Präsident Trump, wenn er unvernünftige Entscheidungen trifft, wie den Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen, der Aufkündigung von atomaren Abkommen oder das Zündeln in Nahost oder der Abschottung vom Rest der Welt. Übrigens gibt es da Ausnahmen von dieser Abschottung, wie das Beispiel Venezuela zeigt. Man fragt sich, ein amerikanischer Präsident, der sagt, er will sich überall zurückziehen, und dann hat er mit den Brasilianern ausgehandelt, dass amerikanische Streitkräfte an der brasilianischen Grenze darauf warten, unter Umständen dort einzumarschieren. Derjenige, der da zuständig ist, also der Sonderbotschafter für Venezuela, ist Elliot Abrams. Den kenne ich schon lang. Elliot Abrams war zu der Zeit, als ich Amerika-Korrespondent war, der Einfädler eines Elements, wo man sagen kann, Regierung als Verschwörung, des Iran-Kontra-Deals. Vielleicht weiß der eine oder andere von Ihnen noch, was das war. Also ich meine, es war ja so, der Iran, Hauptfeind der Amerikaner, der amerikanische Präsident Reagan, sucht Geld für die Ausstattung einer Söldnertruppe, die gegen die Sandinisten in Nicaragua und gegen die Farabundo Marti Rebellengruppe in Salvador beschaffen sollte, und der Kongress hat ihm das Geld verweigert. Was machen Elliot Abrams und seine Mittelleute? Sie verkaufen Waffen an den Iran, und das Geld, was sie dafür bekommen, damit finanzieren sie die Contras. Ich habe mir dann also so eine Ausbildungslager damals angesehen. Wenn man das jetzt mal unabhängig von der komischen Machart, wie das zustande gekommen ist, sieht, in Salvador hat die Farabundo Marti Rebellengruppe nicht gesiegt. Die Sandinisten sind geblieben in Nicaragua, aber zurzeit erledigen die sich offenbar von selbst, beziehungsweise gibt es auch wieder diese Ausnahme von der Regel bei den Amerikanern und in der Außenpolitik, die strenge Überzeugung, dass man etwas machen soll für die Bereinigung der Probleme beim südamerikanischen Nachbarn. Ich bin groß geworden mit dem Glauben an die Atlantikbrücke zwischen alter und neuer Welt und erlebe einen Präsidenten, der Brücken abbricht und Mauern baut und der das westliche Wertesystem in Frage stellt. Von Tugenden gar nicht zu reden, wenn man da mal den Tugendkatalog von Aristoteles zu Rate zieht. Ganz interessant, da hieß es ja: Weisheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gelassenheit und Mut. Trump kann Letzteres für sich verbuchen. Mehr nicht, glaube ich. Ja. Es ist aber auch ein Präsident, der neue Umgangsformen eingeführt hat in der amerikanischen Politik. Dieser rüde Umgang in sein wichtiges Amt ist für Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Anlass, in seinem Buch zu sagen: In fast jeder Nachrichtensendung sehen wir einen Mann, der sich so verhält, wie wir unseren Kindern beibringen, dass sie sich nicht benehmen dürfen. Amerika, die Wagenburg, das rüde America First und das Brexit hier England lösen einerseits Enttäuschung in der westlichen Bündniswelt aus, finden aber andererseits Nachahmer bis tief nach Europa hinein, und zwar inklusive der rauen Tonart. Eine neue Abgrenzung schafft überwunden geglaubte Vorurteile gegenüber anderen Lebensweisen und ethnischen Zugehörigkeiten. Gefahr ist im Verzug, was die Erhaltung der mühsam erkämpften allgemeinen Menschenrechte angeht, wie ich meine, auch eine Anleitung in Sachen Common Sense. Ich zitiere jetzt mal: Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. UNO, Resolution 217a, 10. Dezember 1948, Artikel 1. Apropos Vernunft, sie ist aus der Mode gekommen, wie der Bundespräsident Steinmeier am 5. März in der American Academy in einer großen Rede betonte.
Die Überredung einer Nation zum politisch richtigen Tun galt seit der Antike als größte Tugend des Politikers. Der Populismus funktioniert umgekehrt. Eine Bewegung der Unzufriedenen sucht und findet einen Volkstribun, der sich die Motive der Menge zu eigen macht. Auf der Suche nach Ausnahmen stieß ich auf den griechischen Premier Tsipras. Warum Tsipras? Tsipras hat etwas durchgesetzt gegen die Stimmung der Bevölkerung in Griechenland und damit wahrscheinlich fast politischen Selbstmord schon mal projiziert. Er hat nämlich das Nachbarland Mazedonien anerkannt als Nordmazedonien. Etwas, was 75% der griechischen Bevölkerung nicht haben wollte. Das hat er also gemacht. Und ich meine, wir hatten einen Vorredner hier, der hat ja auch eine Politik vertreten, die zur Folge hatte, dass er nicht wiedergewählt worden ist. Und man kann das bei Tsipras inzwischen annehmen, dass er auch politischen Selbstmord begangen hat mit dieser vernünftigen Handlung. Aber er handelte ja in einer klassischen Tradition. Der Philosoph Sokrates räumte vor 2500 Jahren mit Scheinwahrheiten auf, musste zur Strafe den Schierlingsbecher nehmen. Apropos Geist der Brüderlichkeit, ich überfalle Sie jetzt mit einer Menge von Ismen: neuer Autoritarismus, Rassismus, Separatismus, Nationalismus, Populismus, was es da alles gibt, sind alles Spielarten des menschlichen Begehrens, aber nicht der Brüderlichkeit. Und sie alle nutzen das böse Spiel des Trugs und der Täuschung für ihre Zwecke. Die Brexiteers machten die Briten glauben, sie müssten pro Woche 350 Millionen Pfund an die EU abliefern. Der Mann im Weißen Haus warnt vor den kriminellen Horden, die angeblich vor den Landesgrenzen stehen, und findet im ungarischen Premier Orban einen Gesinnungsfreund. Beide nutzen Andersdenkende als Bösewichte. Trump, einst Hillary Clinton, dann den Investigator Mueller, den er ungefähr 130 Mal als Vertreter einer Hexenjagd bezeichnet hat, bis plötzlich der Mueller festgestellt hat, dass Trump nicht schuld ist am russischen Einfluss in dem amerikanischen Wahlkampf. Und dann hat Trump zwei besonders, ja, Leute, die er immer wieder aufs Korn nimmt. Einer, der vor kurzem gestorben ist, der Senator McCain, und eine, die in Berlin Bundeskanzlerin ist. Die Frage ist, warum er sich an den beiden immer so auslässt. Und da hat ein Freund von mir, ein amerikanischer Journalist, gesagt, weil die genau das Gegenteil von dem sind, was er ist. Die sind nämlich authentisch. Ja, für Orban war es dann einst der ungarische Mäzen Soros. Jetzt ist es insgesamt die Europäische Union. Und leider, 50% der Ungarn glauben auch noch an die Soros-Lüge. In Italien hat die Lega Nord erst die Sezession in einem neuen Staat Padania gesucht, jetzt den Abschied aus dem Abendland und bietet sich der chinesischen Seidenstraße an. Inzwischen haben ja, wie Sie wissen, alle Kontinentalstaaten Parteien mit rechtslastigen, europafeindlichen Programmen, zuletzt auch noch Spanien, das so lange in der Erinnerung an Franco ausgehalten hat. Diese Parteien haben das politisch Machbare und damit die gesellschaftliche Mitte weiter nach rechts verschoben. Viele liebäugeln sogar mit der Abkehr von der demokratischen Ordnung, erliegen der autoritären Versuchung. Viktor Orban nennt das die illiberale Demokratie. Ich zitiere nochmal Steinmeier aus seiner Rede da vor der American Academy. Er sagte, es gibt nur eine Demokratie und die ist liberal. Die Populisten profitieren vom Unbehagen einer stets größer werdenden Menge von Menschen, die unter der Globalisierung leiden, die digitalisierte Welt fürchten und ihre Ohnmacht in Wut umsetzen. Die Populisten kanalisieren dies Empörungspotenzial bis zur Aufgabe des Common Sense und manchmal auch des Gewissens. Die neuen Nationalisten in der westlichen Welt, neuerdings auch der brasilianische Premier Bolsonaro, eint die Fremdenfeindlichkeit und auch eine gehörige Portion Rassismus. Wie der afrikanische Historiker Achil Mbembe in seinem Buch über die schwarze Vernunft schreibt, gibt es kaum eine Funktionsweise des modernen Staates,
die sich nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Grenze und unter bestimmten Bedingungen des Rassismus bediente. Nach einer kürzlichen Untersuchung des renommierten PEW-Institutes in den USA meinen 46% der weißen Amerikaner, dass ihre Nation ohne nicht-weiße Mehrheit ihre Werte verliert. Mbembe hält dagegen, dass Rassismus eine psychische Störung sei. Danach hat die Farbe Schwarz etwas Animalisches, die Farbe Rot etwas ursprünglich Wildes, die Farbe Gelb etwas Bedrohliches und die Farbe Grün hat etwas mit verkleideten russischen Soldaten auf der Krim zu tun. Nach 5 Jahren völkerrechtswidriger Besetzung feiert Moskau die Wiedervereinigung mit der Krim-Halbinsel als Ausdruck einer höheren Wahrheit und das russische Volk feiert mit. Der Kreml sieht hingegen die europäische Selbstzerfleischung mit Vergnügen, fördert sie, wo es geht, mit offener Unterstützung der Ultranationalen in Europa, mit Unterminierung der Vertrauensbasis unter EU-Staaten durch Verwirrbotschaften in den sozialen Medien und mittlerweile bewiesener Intervention in den amerikanischen Wahlkampf. Jedenfalls betrachtet Putin die noch offene Gesellschaft des Westens als Bedrohung. Vor russischen Studenten sagte er vor einiger Zeit, der Westen sei libertär, säkular und schwul. Und er trifft damit wahrscheinlich den russischen Common Sense. Zur Abwehr westlicher Einflüsse hat dann Putin inzwischen, noch vor kurzem, ein Internetkontrollsystem eingeführt, eine Art virtuellen eisernen Vorhangs. 2015 hat die Europäische Union eine Agentur gegen die Desinformation aus Russland gegründet und immerhin 5000 Fehlinformationen aufdecken können. Darunter Falschmeldungen, wirklich absurd, aus Mallorca, denen zufolge die Balearen nach Unabhängigkeit von Spanien streben. Sozusagen Schützenhilfe für die Separatisten in Katalonien. Oder eine groß angelegte Hasskampagne in Griechenland, um die Anerkennung Nordmazedoniens als Staat und künftiges NATO-Mitglied zu verhindern. Oder die Verleumdung der Regierung in der Ukraine als faschistisch oder die angebliche Vergewaltigung eines russischstämmigen Mädchens im Januar 2016 in Deutschland durch Immigranten. Sie können sich alle erinnern, dass sich dann herausgestellt hat, dass Lisa nur bei einem Freund war. Es war also eine reine Verleumdungskampagne. Nun ist Desinformationspolitik aus dem Kreml beileibe nicht neu. Ich erinnere mich, als ich als Korrespondent in San Francisco war, als 1980 AIDS ausbrach, hatten die Russen den CIA als Täter ausgemacht. Im Vorfeld der Europawahlen droht der EU ein Anstieg an Verleumdung im Internet durch Desorganisieren, Demoralisieren oder einfach durch das Zuschütten mit nicht relevanter Information. Das Ziel Moskaus, Reformen in der Europäischen Gemeinschaft verhindern oder verwässern, im Fokus Frankreich, weil mit Emmanuel Macron eine europäische Identifikationsfigur entstanden ist. Dabei hat der Franzose bereits eine empfindliche innenpolitische Niederlage erlebt mit dem Plan einer neuen Steuer für die Klimapolitik, unter der vor allem Kleinverdiener zu leiden gehabt hätten. Er hat die Reaktion unterschätzt und dabei zugegeben wenig Common Sense gezeigt. Die Strafe folgte auf dem Fuße mit einer mächtigen Volksbewegung, eben den Gelbwesten, zunächst überparteilich, hat sich herausgestellt, dass ca. 40% der Demonstranten Anhänger des Front National sind, kein Feind des Kreml, und zudem antisemitische Tendenzen zeigen. Der frühere Bankmann Macron als Marionette der jüdischen Rockefeller Bank. Macrons bittere Erkenntnis, die Leute würden auf den monatlichen Lohnzettel schauen und nicht in die Zukunft des Klimawandels. Ein Beispiel für den Hindernislauf, den Politiker mit Vision, eine rare Spezies, zu bewältigen haben. Nicht so sehr in der gezielten Propaganda, aber doch im Lügengespinst ist das Weiße Haus nahe beim Kreml. Vernunft und Gewissen sind bei beiden nicht ausgeprägt, wie der Hang zur ungenierten Verdrehung von Tatsachen zeigt.
Sie haben derweil Codeworte bekommen. Fake News, alternative News, Post-Truth, Post-Fakten. Trump hatte Wahlkampf gemacht, unter anderem mit dem Versprechen, eine Mauer an der Südgrenze zu bauen und die Mexikaner würden sie bezahlen. Was um alles in der Welt würde Mexikaner bewegen, eine Mauer zu bezahlen, die sie selber ausgrenzt? Das ist nicht nur wieder den Common Sense, es ist schlicht gelogen. Übrigens hat neulich ein Treffen stattgefunden der Amerikaner mit dem neuen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der so eine Art populistisches Gegenmodell zu Trump ist, nur auf der linken Seite. Da war der Schwiegersohn Kushner zu einem Treffen mit dem mexikanischen Präsidenten zusammengekommen. Und wir wollten alle herauskommen, ich war zu der Zeit in Mexiko, herausbekommen, was die wohl besprochen haben. Und dann hat sich herausgestellt, vor allem hat der Kushner, also dem mexikanischen Präsidenten gesagt, dass sich eine russische Trollfarm auf mexikanischem Gebiet befände. Und er hat ihm dann Angaben gemacht, wo das ist, um die auszuräuchern. Ganz interessant. Nach dem Wahltag verkündete Trumps Pressesprecher, da können Sie sich erinnern, die Menge der Zuschauer haben jene bei Obamas Amtsantritt noch übertroffen. Als die Faktenanalyse und die seriöse Presse das Gegenteil bewies, hat das Weiße Haus ein neues Wort für Lüge erfunden, nämlich alternative Fakten. Nun ist Lüge und Heuchelei auch in Amerika nicht neu, ich erinnere an Watergate. Als ich 1967 vom Krieg in Vietnam berichtete, übrigens damals als Urlaubsvertretung von Peter Scholl-Latour, erlebten wir Journalisten, wie der General Westmoreland seinen Präsidenten Johnson schlicht belog, was die militärische Lage in Vietnam angeht, und wir nannten deshalb seine Pressekonferenzen Märchenstunden. Aber der amerikanische Präsident hat offenbar auf uns Journalisten nicht gehört. Er hat erstmal nochmal 50.000 mehr GIs da nach Vietnam geschickt. Und im Januar 68 ging es dann los, indem die Tet-Offensive die Kommunisten schon damals fast an die Macht gebracht hätte. Aber frühere Präsidenten versuchten zu vertuschen und zu verheimlichen. Donald Trump bleibt einfach bei seinen Unwahrheiten und ist damit so erfolgreich, dass ihm nicht nur seine Anhänger folgen, sondern beinahe seine gesamte Partei. Die Trump-Kritikerin Michelle Goldberg schreibt, ich sage das mal in Englisch, "We are living through an unprecedented breakdown in America's ability to function like a normal country." Andere Kommentatoren nennen das die Morgendämmerung von Post-Truths, dem Zeitalter ohne Wahrheit. Ein britischer Anhänger des Brexit meinte zynisch, "People have had enough of experts." Das war übrigens Michael Gove. Und ein berühmter Kommentator schrieb resigniert, "Fakten sind negativ, pessimistisch, unpatriotisch, also unpopulär." Entsprechend leicht haben es die Faktentäuscher mit kunterbunten oder bedrohlichen Geschichten, den Anteil von Desinformation in den Medien zu einem Konvolut zu steigern, das die Summe der seriösen Nachrichtengebung bei weitem übersteigt. Und wenn man nicht weiß, was wahr ist, kann man ja eigentlich behaupten, was man will, meinte einer meiner Studenten im Fach Public Discourse. Die Frage, wem man glauben soll, bewegt derweil gut die Hälfte der Menschen in der westlichen Welt. Winfried Kretschmann schreibt in seinem Buch mit dem Titel "Worauf wir uns verlassen wollen", übrigens sehr empfehlenswert, der Zusammenhalt der Gesellschaft bröckelt. Inzwischen steht sogar die Frage im Raum, ob die liberalen Demokratien des Westens das alles unbeschadet überstehen werden. Gibt es einen Weg, auf dem sich alte Sicherheiten überhaupt noch zurückgewinnen lassen? Oder verschwimmen alle denkbaren Antworten nicht ihrerseits im Postfaktischen, in einem diffusen Meinungsstrom ohne Halt und sachliche Grundlage? Aber es ist nicht nur die demokratische Rezession und die Verneinung der Vernunft, die uns heimsuchen. Wir erleben ja derzeit gleichzeitig das Ende der politischen und wirtschaftlichen Überlegenheit des Westens und das Ende des Anspruchs auf die Überlegenheit des westlichen Wertesystems.
Klassische Ideale und die Revolutionen in Amerika und Frankreich waren ja die Anker dieses Systems. Und so konnte der amerikanische Revolutionär Benjamin Franklin verkünden: It is a common observation that our cause is the cause of all mankind. Dieser Universalismus hat in der Tat der Demokratie in aller Welt Bahn gebrochen, bis zu dieser triumphalen Menschenrechtserklärung von 1948, die damals übrigens alle Staaten mit Ausnahme der Sowjetunion, Saudi-Arabiens und des Apartheidstaates Südafrika unterschrieben hat. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, jetzt sage ich eine Weisheit, die Sie alle kennen, hat der Francis Fukuyama ja das Ende der Geschichte verkündet, also den Sieg der Demokratie nach westlichem Muster. Aber die Geschichte ist zurückgekehrt und der Universalismus hat ausgedient. Das nutzen die neuen Kräfte in der Welt, die sowieso mit dem westlichen Wertesystem nichts mehr anfangen können. Ich will jetzt den Islam und die Türkei und Indien mit Hinduismus gar nicht erwähnen, sondern natürlich China. Der neue Machthaber in China, Xi Jinping, hat bald nach seinem Amtsantritt das Strategiepapier mit dem schlichten Namen Nummer 9 verfasst. Das ist kurioserweise nie so bekannt geworden. Dieses Papier Nummer 9 warnt vor den westlichen Werten. Ich sage jetzt, welche Werte gemeint sind. Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Gewaltenteilung, Zivilgesellschaft und Pressefreiheit. Diese Werte gefährdeten den chinesischen Weg. Und man muss natürlich hinzufügen, natürlich die Einheit im Kommunismus. China hat eine ausgefeilte Strategie zur Erhaltung des Systems unter dem Namen Three Warfares, drei Arten Krieg zu führen. Psychologische Operationen, Medienmanipulation und Ausnutzung legaler vorhandener Systeme. Waffengang ist nicht dabei. Nach dem 2500 Jahre alten Lehrbuch des Sun Tzu von der Kunst des Krieges, ich zitiere: Supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting. Der chinesische Wertekanon ist uns fremd und fern, aber mir scheint die Logik, sprich die praktische Vernunft der chinesischen Führung konsequenter als das Handeln des Westens. Ruft nach offenem Welthandel, Aufruf zum Kampf gegen den Klimawandel, die Verträge mit den anderen fernöstlichen Staaten, seit Präsident Trump die Vorherrschaft abgegeben hat, die Führung des nordkoreanischen Läufers im politischen Schach, die Finanzierung maroder Nationen in Afrika und Lateinamerika, trotz der Schulden, die China hat, die Anbiederung bei den Golfstaaten und schließlich die Einbindung europäischer Staaten, neuerdings plus Italien, in den Ausbau einer neuen Seidenstraße nach chinesischen Leitlinien. Es ist verführerisch zu glauben, dass dies geschlossene System besser funktioniert als die freie Marktwirtschaft, der autokratische Staat als Alternative zur demokratischen Ordnung. Jedenfalls ist China vom Partner zum Rivalen geworden in einem Kampf der Systeme, den Amerika bereits führt und die EU erst jetzt aufnehmen. Wie ich mich erinnere an das Treffen, das haben Sie sicher alle in der Zeitung gesehen, wo also Macron und Xi Jinping zusammen sind und der Macron hat sich sozusagen Schützenhilfe geholt, indem der Herr Juncker noch dabei war und die Frau Merkel noch dabei war. Ja? Und wo er dann davon gesprochen hat, der Macron, dass es da eine hegemoniale Vision gibt. Wenn wir jetzt überlegen, was das für uns hier bedeutet, also für uns hier im Westen, die das alles mit vorbehalten sehen. Da wächst die Zahl der Dataisten, der Datagläubigen, die der Robotik mehr zutrauen als dem Menschen und die Logik programmieren, um die Menschen, ich zitiere, vor selbstschädigendem Verhalten zu schützen. Vom westlichen, insbesondere europäischen Selbstverständnis, dem Common Sense aus eher erschreckend, sowohl die Allmacht des Internet wie ihre Nutzung zur Gleichschaltung des Denkens. Dann doch besser die gelben Westen, die Indignados in Spanien, die Disobediente in Italien, der Aufstand der Andersdenkenden, die Ausraster europäischer Politik und all die Webfehler im westlichen System. Sie nutzen den Common Sense der Demokratie, sie zeigen, dass die Demokratie lebt und wenn ich das deutsche Wort dafür nochmal gebrauchen darf, sie zeugen auch vom gesunden Menschenverstand. Dankeschön.